So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und Kanal Phänomenal hat letztens ja seinen Ostersamstag-Einkauf gemacht. Das haben wir ziemlich spät geguckt im Stream und ich habe jetzt heute ein kleines Experiment mit euch vor. Deswegen brauche ich heute euer Feedback. Ich war nämlich eben auch einkaufen. Jetzt möchte ich mal ganz kurz zeigen, was ich eingekauft habe. Eigentlich wollte ich nur Pfand abgeben und wollte mir ein paar Brötchen holen, damit ich nachher erstmal Frühstück machen kann oder auch Mittag, wie gesagt. Heute hektischer Tag. Heute ist ein Donnerstag, wo ich das aufnehme. Ich habe vorhin ein 45-Minuten-Video aufgenommen, habe das hochgeladen. 18 Uhr ist wieder ein Stream bei Pokémon, 2 Stunden lang. Dazwischen möchte ich einen Stream beim NHR-Battle machen, 2 Stunden lang. Und vielleicht abends nach dem Pokémon-Stream den zweiten NHR-Battle-Stream, sodass ich am Freitag nichts machen muss und fertig bin. Ihr seht also immer voll zu tun. Zwischendurch hat man auch mal Hunger, deswegen habe ich gedacht, nimmst du dir diese Tüte, die war nämlich voll, als Hannes da war. Der hat ja jeden Tag 200 Dosen Red Bull zuckerfrei getrunken. Und da waren lauter Red Bull Dosen drin, die habe ich alle abgegeben. Die ist jetzt also leer. Da war insgesamt 8 Euro noch was Pfand drinne. Habe ich gedacht, okay, brauchst du keinen Geldbeutel mitnehmen, nimmst du 8 Euro Pfand und kaufst dir 2 Brötchen. Gehst abends halt nochmal los, kaufst dir abends nochmal 2 Brötchen, Bewegung ist ja gut, ne? Jetzt habe ich, als ich einkaufen war, gesehen, hä, was ist das denn? Und, was soll das sein? Jetzt habe ich doch ein bisschen was anderes noch mitgenommen. Im Endeffekt teste ich die Sachen, die ich gekauft habe, wahrscheinlich ja eh für Ramses Kitchen. Also, vielleicht ist das Video komplett sinnlos. Ich möchte euch trotzdem mal zeigen, ich bin los, wollte nur 2 Brötchen kaufen, die mit Pfand bezahlen. Und jetzt ist der Rucksack einfach komplett voll. Ich will einfach mal fix alles auspacken, was wir hier haben. Das sind nämlich die 2 Brötchen, die ich mitgenommen habe. Das sind keine Semmel. Ich habe extra keine Semmel mitgenommen. Adi! Ich habe nämlich gestern Brötchen gekauft und ein Semmel mitgenommen. Und dann war ich satt und habe den Semmel nicht mehr gegessen. Und der Semmel liegt jetzt da hinten, der ist steinhart. Den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr essen. Ich habe jetzt extra 2 von diesen Brötchen hier mitgenommen, weil die sind ja dunkel. Angeblich ist ja, wenn es dunkel ist, ist eh immer besser. So wie bei euch, wenn der Adi sich davor hängt. Das ist das zweite, das sieht auch so aus wie das erste. Es waren genau 2 Stück, die noch dort rumgelegen haben. Habe ich gedacht, nimmst du die mit? Da kommt dann Frühstücksfleisch drauf. Ich habe nämlich, wollte ich den großen Frühstücksfleisch-Test machen. Habe 4, 5 verschiedene Packungen Frühstücksfleisch gefunden von verschiedenen Anbietern und wollte die alle testen. Jetzt ist es die Hälfte schon abgelaufen, deswegen muss ich das schnell essen, kann keinen Test machen. Nein, was macht er da? Ich glaube, der Adi hat was gefangen. Der Adi hat was gefangen. Er hat gerade seine Hände zusammengehalten, also seine Pfötchen. Hat gerade so gemacht und ist dann wieder darunter. Dann habe ich gedacht, wenn ich schon was esse und Frühstück mache, habe ich ja dann gute Laune. Da kann ich ruhig, wo ist die schon wieder hin? Da kann ich ruhig noch fix eine Folge Ramses Kitchen aufnehmen zwischendurch und was zu trinken testen. Und immer wenn ich was zu trinken teste, trinke ich meistens danach ja eine Dose 5-0er Dosenbier. Deswegen habe ich mir jetzt auch 5-0er Dosenbier mitgenommen, aber halt nicht nur eine, weil ich muss halt auch noch NHR Battle bewerten, das wird gemütlich. Ich habe also 6 Dosen 5-0er Dosenbier mitgenommen. Die schieben wir alle jetzt mal dahinter. Ich trinke nicht am Tag 6 Dosen. Eigentlich trinke ich nur, wenn ich mal einen Test mache, 1 Dose, so als Gag. Oder halt bei Chill mit Ramses, aber da trinke ich ja meistens das Bier, was mir die Zuschauer zuschicken. Dann bin ich weitergelaufen und habe plötzlich gesehen, was war da denn los? 4Bro Eistee. Pupsi hat das ja schon länger mal gesagt, es gibt von 4Bro doch so einen Eistee, der ist so gehypt und alle gehen drauf ab, ob ich den nicht auch mal testen möchte. Wir haben ja den Capital Bra Eistee getestet, wir haben letztens mit Hannes hat mir 4Bro Brogy Balls mitgebracht. Das waren also so wie Käsebällchen mit verschiedenen Geschmäckern, mit Sucuk, Bubblegum, Salsa und Cheddar Jalapeno, Cheese Jalapeno. Cheddar Cheese Jalapeno. War auf jeden Fall ganz interessant. Haben viele Leute sich angeguckt. 4Bro. Klingt auf jeden Fall übelst nice. Auch hier der Bimfast. Bumpfist. Bimfast. Der Bumpfist, dass die 2 Fäuste zueinander gehen. Und jetzt habe ich gesehen, der 4Bro Eistee. In der Sorte Mango Maracuja. In der Sorte
Lemon, ne? Ist jetzt nicht so speziell. Und weil es ja schon so eklig war bei den Käsebällchen, natürlich auch in der Sorte Bubblegum. Eistee mit Bubblegum. Eistee mit Bubblegum-Geschmack. Warum nicht? Habe ich gedacht, ach komm, dann nimmst du die halt auch noch mit. Dann hast du das halt auch dabei. Nein, jetzt fällt alles um. Ist ja nichts Schlimmes. Die paar Euro da, da reicht halt der Pfand nicht. Da musst du halt wieder in die Trickkiste greifen. Hier codefrei rubbeln. Ne? Codefrei rubbeln und in der App eingeben. Ihr habt hier jedes Mal noch ein Gewinnspiel, ein sonst was. Bro-Points sammeln und Goodies saven. Shopping. Nageldesign Studio. Trikot-Sponsoring für den Verein. Shisha-Bar. Gaming. Barbershop. Ich habe keine Ahnung, immer noch nicht, was 4Bro ist und was da alles dahinter steckt. Und dann habe ich was gesehen, das fand ich richtig pervers. Wie gesagt, im 4Bro Eistee, den werden wir ja sicherlich bei Ramses Kitchen mal testen. Dann ist mir letztens was unter die Augen gekommen, den habe ich jetzt auch wieder gesehen. Laumas Käsekuchen. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Warum nicht einfach mal einen Likör kaufen von Laumas mit Käsekuchengeschmack? Hier steht auch nochmal Käsekuchen und so einfach geht's. Brauner Zucker und Zitrone plus ab in den Mund plus Shot hinterher gleich 100% Käsekuchen. Ob der schmeckt, ich weiß es nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich werde es auch auf jeden Fall nicht mit braunem Zucker und ohne Zitrone machen, obwohl Zitrone ist ja immer noch da vom Hannes. Vielleicht mit Zitrone einfach in die Zitrone beißen und dann einen Shot hinterher trinken, ohne Zucker. Das würde vielleicht noch gehen, aber den werden wir auch mal bei Ramses Kitchen testen. Und weil ich mir denke, dass der bestimmt richtig pervers ist, habe ich mir einfach zum Mischen auch noch was mitgenommen. Ganz altmodisch einfach Cola. Obwohl Cola ja ungesund ist und deswegen habe ich diese billige Ja-Cola genommen, extra mit 0% Zucker. Ich habe von Hannes gelernt, der Hannes hat zwar jeden Tag 10 Dosen, Red Bull getrunken. Vorhin waren es noch 200. Aber er hat jedes Mal Red Bull Zero genommen. Deswegen habe ich mir gedacht, das soll ja nicht zum Genießen sein, das soll ja nur zum Mischen sein. Also nimmst du Zero Cola von Ja, damit das richtig gesund ist auf jeden Fall. Und misch das dann mit dem Käsekuchenlikör, wenn der Käsekuchenlikör wirklich einfach nur abartig ist. Ansonsten findet man sicherlich was anderes, was man mischen kann. Das ist der ganze Rucksackinhalt gewesen. Also, ich bin auf euer Feedback jetzt angewiesen. Was sagt ihr? Ist das interessant? Ist das nicht interessant? Ich meine, ich gehe öfters los und wenn ich nur ein, zwei Sachen holen will, finde ich plötzlich mehr und komme mit viel, viel mehr Sachen nach Hause. Die meisten Sachen, die ich teste, finde ich ja in Supermärkten. Die meisten Sachen, die ich teste, ja, finde ich in Supermärkten oder manche bestelle ich auch übers Internet. Aber dass ihr mal so einen Einblick habt oder sehen könnt, wie das eigentlich bei mir abläuft, wenn ich jetzt einkaufen gehe, um frische Brötchen zu holen. Brötchen sind auf jeden Fall da. Das 500 Dosenbier ist auch da. Der Käsekuchenlikör ist da. Der 4Bro Eistee ist da. Und halt hier noch die. Die brauche ich vielleicht gar nicht. Vielleicht schmeckt der ganz gut. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr den auch mal probieren? Laumas Käsekuchenlikör. Ja? Ich bin nicht der süße Typ. Ich hasse Kuchen, Gebäck, sonst was. Bei mir muss es deftig, herzhaft sein. Aber sind wir mal gespannt. Adi ist auch am Start, der kleine Kräbel. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Ich werde jetzt mir schnell ein paar Frühstücksfleischbrötchen gönnen. Vielleicht fix noch was zu trinken testen, um mir eine Dose 5-0er reinzuschießen. Und dann ein paar NRR-Bewertungsstreams machen. Ihr seht das dann, glaube ich, am Freitag. Ihr seht das dann am Freitag, einen Tag danach, damit ihr wisst, was einen Tag davor passiert ist. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.